Christian und Christiane, ein Liebespaar von heute. Sie spielen mit dem Gedanken zu heiraten. Der höhere Wehrsold reizt Christian. Man könnte so viel schneller das Auto abzahlen, das ihm ermöglicht, am Wochenende länger bei Christiane zu bleiben. Doch ihre Mütter haben sich getroffen. Die Nächte gemeinsam unter einem Dach, so soll das nicht weitergehen. Tag, Frau Merkel, ist Christiane schon da? 6:30 hat sie gerade erst Schluss. Geh ich schon mal rauf. Ist gut. Kann ich mal das Bad benutzen? Na klar. Danke. Christian! Ja? Hilfst du mir mal? Ja. Warst du schon zu Hause? Nee. Bin direkt hierher gekommen. Er hat nur später Dienstschluss. Sag mal, Christian, findest du das richtig? Du solltest dich ab und zu auch zu Hause zeigen. Deine Mutter wartet auch auf dich. Ich weiß nicht. Doch, doch. Das hat sie mir selbst gesagt. Was? Sie war neulich bei uns zum Kaffee trinken. Aha. Wurde ja auch höchste Zeit. Also, Christian, nächstes Wochenende bleibst du mal zu Hause. Könnt euch doch trotzdem sehen. Schönen Dank, Christian. Na, du Typ, bist du wieder nüchtern? Ja, und wie? Gib mir mal einen Kuss. Nee, hast du nicht verdient. Ah, ich bin auf meine Kumpel angewiesen, die saufen immer. Da kann ich mich nicht immer raushalten. Hier ist eine Menge passiert. Weißt du schon? Ja, unsere Alten haben sich zusammengetan. Meine Oma ist im Krankenhaus, Schlaganfall. Mhm, weiß ich auch schon. Oh, mir ist hier zu heiß. Hey, gib mir mal einen Kuss. Schwein! Jetzt kann ich ja gar nicht mit duschen. Ja, mach doch. C&C kommt nicht. Wer? C&C. Papa weiß es. C&C wollen oben essen, hat sie eins gesagt. Hör jetzt auf mit dem Quatsch und iss. Die haben zusammen geduscht. Oh? Na und? Aber nackig. Duschst du denn in der Badehose? Schluss jetzt. So kann es wirklich nicht weitergehen, Margot. Ich habe Christian schon gesagt, nächstes Wochenende spielt sich hier nichts ab. Schade, dass du mir die Papiere nicht geschickt hast. Durch die Aufregung mit deiner Oma habe ich das total verschwitzt. Macht ja nichts. Nimm ich sie jetzt mit. Wenn du nicht willst, dass wir uns in die Haare kriegen, dann hör mit dem Heiraten auf. Wieso? Kann man doch mal in Ruhe drüber reden? Okay?
Naja. Also pass auf, der Kumpel von der Schreibstube hat mir gesagt, dass ich pro Monat mindestens 700 Mark kriegt. Das wären 7000 Mark für die letzten 10 Monate. Damit können wir doch eine Menge machen. Könnten den Wagen abbezahlen, ein paar Möbel kaufen, könntest einen Führerschein machen. Den kann ich auch so machen, dazu brauche ich nicht zu heiraten. Ist doch ein Witz. Du, wir wollten vernünftig darüber reden. Darauf warte ich auch schon die ganze Zeit. Oder meinst du etwa, das sind ernsthafte Gründe? Also für mich nicht. Na, du willst ja nicht die 7 Mille vom Bund entgehen lassen, wo wir sowieso bald heiraten. Oder unser weiteres Zusammenleben, wie stellst du dir das vor? So wie jetzt, am Wochenende? Die ewigen Nervereien mit deinen Alten? Wir suchen uns eben eine Wohnung, ist doch klar. Aber ohne Trauschein. Heißt genau, dass das hier nicht so einfach geht. Dann ziehen wir eben nach Freiburg. Weißt du, was deine Wohnung kostet? Ja, und wie soll das laufen? Ich meine, wenn wir jetzt schon heiraten? Das ist doch ganz einfach. Zuerst mal ein Jahr sparen, um was anzuschaffen. Solange bleiben wir hier und richten uns ein, so gut wie es geht. Bisher ging's doch auch. Und wenn ich vom Bund komme, suchen wir uns sofort eine eigene Wohnung. Naja, ich weiß nicht. Na, die 7000 haben wir ja auch noch. Ich denke, damit willst du einen Wagen abzahlen. Na, natürlich. Aber was weg ist, ist weg. Dein Vater hat dir ganz schöne Schulden aufgehalst mit dem blöden Auto. Deshalb ist dir die Idee mit dem Geld überhaupt erst gekommen. Das stimmt doch gar nicht. Bis dahin haben wir nie übers Heiraten gesprochen. Aber jetzt eben. Ach, nur wegen der 7000, hm? Verdammt nochmal, du willst doch nicht allen Ernstes auf das Geld vom Bund verzichten. Du mit deinem Scheißgeld. Wenn dir die 7000 leid tun, dann such dir doch eine andere. Christian? Na, Mutti. Na, mein Junge. Kommst du aus der Kaserne? Nein. Warst du bei Christiane? Ja. Was ist denn? Nichts. Dass du so vernünftige Ansichten hast. Aber das kapiert er ja nicht. Zum Heiraten gehören immer noch zwei. Wenn es jetzt aus ist? Ach was. Und wenn doch? Dann sei froh. Die habe ich dir besorgt. Bist voll nicht so gut drauf, hm? Die hat mich verkracht. Echt? Zeig mal. Komm, die hören wir uns mal an. Echt spitze, sage ich dir. Wenn wir sowieso schon heiraten, warum nicht gleich und das Geld noch mitnehmen? Du hast ja recht, Junge. Aber ist das nicht noch ein bisschen früh? Ich meine, vielleicht lernst du doch noch ein anderes Mädchen kennen. Jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Wer weiß, was noch passiert. Außerdem, ihr habt 17 Jahre gebraucht, um zu merken, dass er nicht zueinander passt. Entschuldigung, ist doch wahr. Dein Vater hat nie richtig gewusst, was er will. Ich bezweifle, ob die Frau jetzt die richtige ist.
Einen glücklichen Eindruck macht er jedenfalls nicht. So, nicht wieder dieses Thema. Ja, hast ja recht. Willst du nicht doch was essen? Nein! Platz genug wäre ja für euch hier oben. Oma muss sich ja in ein Pflegeheim. Wer soll sie denn versorgen, wenn sie gelähmt bleibt? Ich muss ja arbeiten. So schlimm? Meistens bleibt das ja nicht bei einem Schlaganfall. Du kommst doch Sonntag mit ins Krankenhaus, ja? Ja, klar. Stell dir vor, da trifft man nichts an, seine Tochter auf der Straße und schon wird man geschröpft. Lidschatten, Lippenstift, Gesichtswasser mit 15. Komm, verdreh nicht alles. Ich hab dich nicht angehauen. Du hast mich gefragt, ob ich was brauche. Das ist doch egal. Geschröpft wird man auf jeden Fall. Sag mal, wie wäre die Farbe? Probier die mal aus. Nee, das wäre ein bisschen heller. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen dunkler. Nee, dunkler. Dunkler, dann war das noch. Ja, danke, in Ordnung. Fit zu Kasse? Ja. Ja? Morgen, Christiane. Na, mach schon, ich habe noch einen Termin. Heute am Samstag? Ja, das ist das Los eines Generalvertreters. Manche Leute kann ich nur am Samstag erreichen. Was hat denn die Christiane? Ich glaube, Chris und sie haben sich verkracht. So? Machst du mal für mich weiter? Der sein Auto wäscht. Ja, das ist wenigstens nicht so verkommen wie du mein Mofa. Ist total verdreckt. Kannst ja gleich mitwaschen. Aha, sehr witzig. Na, so verschlammst, nehme ich es ja wieder weg. Ist immer noch meins. Und komm, spinn mal nicht so rum. Mach dich lieber um Christiane. Sie ist noch im Bad. Kann ich was ausrichten? Ja, ist gut. Wiederhören. Sollst sie nachher anrufen? Hörst du? Ja, ja. Kannst du lange drauf warten. So, ich fange jetzt an. Jetzt kann Licht mehr anmachen im Flur. Deutlich. Und sag Sonja, wenn sie kommt, die soll nicht wieder so ein Feuerwerk machen. Ja, ist gut. Ist sowieso so ein blindes Foto. Die guckt bestimmt nicht so früh. Aber der weiß man nie. Musst du denn unbedingt heute Fotos machen? Kannst du auch in der Kaserne machen. Aber am Samstagabend. Jetzt bist du schon mal hier, da hat man auch wieder nichts von dir. Mutter, ich weiß selber, was ich tun muss. Ich bin alt genug. Wann bist du denn fertig? Vielleicht will Sonja noch was essen, wenn sie kommt. Dann soll sie Kaugummi kauen. Ich glaube, die Freiburger waren einfach zu überlegen. Ach Quatsch, wir waren nur im besseren Torwart. Hast doch die Flasche selbst gesehen.
Andreas, so spricht man nicht über seinen Freund. Naja, ist doch wahr. Jeden Sonntag der gleiche Mist. Komm, iss jetzt. Schmeckt's dir etwa nicht? Kein Appetit. Nimm dir das mit Christian doch nicht so zu Herzen. Das kommt schon mal vor. Ach, Paps, darum geht's doch gar nicht. Warum dann? So eine Schnapsidee von dem Jungen. Christian hat völlig recht, wenn sie jetzt noch nicht will. Also, wenn ich dazu mal was sagen darf. Rudolf, beeinflusst sie jetzt nicht. Muss sie ganz allein entscheiden. Dass ich nicht lache, du beeinflusst sie wohl nicht mit deinem ständigen Gerede? An deiner Stelle würde ich mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube schon, dass ihr gut zusammenpasst und sowieso bald heiratet. So ein Blödsinn. Sie leben doch schon wie Verheiratete. Wo ist denn da der Unterschied? So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Und warum nicht? Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber das könnt ihr ja nicht verstehen. Ich verstehe dich wirklich nicht, Margot. Ja, das glaube ich dir. Ich hau ab. Park da hinten. Ja, ist gut. Wie geht's denn eigentlich immer mit allen? Hier, Oma, damit es Ihnen bald wieder besser geht. Danke, mein Kind. Ist sehr lieb von dir. Der tut's noch nicht so recht. Das wird schon wieder. Manchmal kribbelt es schon. Das ist ein gutes Zeichen, sagt der Arzt. Mhm. Ich muss jetzt gehen. Wieso denn, Kind? Bis bald, Oma. Sag, Mutter, wie geht's dir denn heute? Hallo, Omi. Die beiden haben dich wohl gezankt. Du hast gar nicht geschlafen heute Nacht. Du, ich auch nicht. Du, ich hab mir was überlegt. Wenn du jetzt noch nicht heiraten willst, dann lassen wir es eben. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Das andere schaffen wir auch so. Nee. Wir heiraten, und zwar so schnell wie möglich. Was? Na, die behandeln uns doch wie kleine Kinder. Heute Mittag ging's schon wieder los. Bei dir ist doch genauso. Ich tue's vielleicht irre. Du erst. Die zu Hause werden sich wundern. Vor allen Dingen Mutti. Ich hab echt ein bisschen Schiss. Ach komm. Du, die Besuchszeit ist gleich zu Ende. Ich muss sie ja noch abholen.
Typen, die nur so zusammenleben, machen sich doch was vor. Wollen sich nur eine Hintertür offen lassen. Oder die Scheidungskosten sparen. Muss Liebe schön sein. Tag, Frau Brunner. Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Guten Tag, Frau Brunner. Guten Tag, Frau Merkel. Das ist ja eine Überraschung. Ja, kommen Sie doch rein. Ja, stören wir auch nicht. Ich habe heute zwar keine Torte, aber eine Tasse Kaffee immer. Rudolf. Guten Tag, Herr Merkel. Tag. Tag. Christiane ist nicht da. Ja, die kommt gleich. Mhm. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Tag. Ja, die beiden haben uns was zu sagen. Ja, also, wir haben uns entschlossen, doch jetzt schon zu heiraten. Richtig. Meinen Segen habt ihr. Naja, wenn Sie sich schon mal entschieden haben, zu fragen, brauchen Sie uns ja nicht mehr. Sie sind ja volljährig. Margot, warum soll es Ihnen besser gehen als uns? Wo wollt ihr wohnen? Etwa in dem einen Zimmer da oben? Ist doch im Moment nicht wichtig. Christian kann ja sowieso nur an den Wochenenden kommen. Ja, wir können auch zu uns ziehen. Ja, wenn unsere Oma jetzt ins Pflegeheim muss, dann wäre ja reichlich Platz bei uns für die beiden. Ach, das ist schon alles abgesprochen. Grüß euch. Hallo. Ja. Na, ihr beiden. Habt euch ja wieder versöhnt. Gratuliere. Lang habt das ja nicht ausgehalten. Christian, ist das wirklich dein Ernst? Also ich kann da nicht so schnell zustimmen. Komm, Margot, beruhige dich. Das wollen wir jetzt erstmal begießen.